Ich muss dich bitten zu gehen. Tötet ihn! Überlasst! Er ist hier! Er denkt, er schafft mich. Ich will nur, dass du verreckst.
Wir haben das Bel Air in Frisco Fields dicht gemacht. Damit das klar ist, mit Menschenhandel ist jetzt Schluss. Wir finden einen anderen Weg, da Kohle zu machen. Natürlich, Bruder. Sie sind gleich bei dir. Bin ich Priester geworden. Alle schrecklichen Erfahrungen und Erlebnisse, jedes Trauma, all das wirst du nicht mehr los. Klar kann man versuchen, sie zu vergessen, eine Zeit lang, aber wenn das Nächste daherkommt, wenn es noch so klein ist, kommt sofort alles wieder hoch. Es erinnert dich an alles, was du mit dir umschleppst. Ich wusste, dass ich das allein nicht schaffen kann. Willkommen bei Native Sun. Habt ihr in letzter Zeit mal in die Zeitung geschaut, liebe Hörer? Ich schon. Genauer gesagt, bin ich in letzter Zeit besessen von Zeitungen. Hier habe ich eine besonders interessante Meldung, die mir vor einiger Zeit aufgefallen ist. Als der erste Beamte des Oakland Police Department in Sicht kam, eröffneten die Verdächtigen das Feuer. Die nächsten 90 Minuten waren ein einziges Feuergefecht, bei dem die Polizisten mit Schrotflinten, Gewehren und Handfeuerwaffen beschossen wurden. Ein Beamter, der ungenannt bleiben möchte, sagte, zwischen den Feuerstößen hätten die Angreifer Black Power gerufen. Black Power oder die neue Black Supremacy, die schwarze Vorherrschaftsbewegung, sind real, liebe Hörer. Es ist vergiftetes Gedankengut, das Farbige im ganzen Land infiziert. Menschenrechte, die er zu beschützen geschworen hat.
Ich weiß nicht, wie viele Schwarze mich empfangen können, aber ich bitte euch darauf zu achten, wen ihr in eure Gemeinschaft aufnehmt. Sind es Hirten oder Wölfe? Der US-Regierung, die es für angebracht hält, in unsere Häuser und das Bürgerrechtsgesetz uns an diesen Punkt gebracht hat. Sie haben die Illusion von Gleichheit erschaffen. Alle anderen in die Hölle. Ich muss euch nicht erklären, wie man mit Raubtieren umgeht. Aber ich weiß, dass die aufrechten Bürger dieser Stadt ihre Rechte des zweiten Zusatzartikels nicht vergessen haben. Das mag es sein, was nötig ist, liebe Hörer. Dass die Aufrechten unter uns die Rechte nutzen, die uns Gott und unsere Verfassung verliehen haben, um Recht und Gesetz durchzusetzen und zu schützen. Mehr noch. Menschen dieser großen Nation sind, daran glaube ich fest, bereit, alles Notwendige zu tun, um sich gegen die Tyrannei zu verteidigen. Sie werden nicht warten, bis die farbigen Aufrührer oder die Unterdrücker aus Washington vor ihrer Tür stehen. Wenn es nötig ist, werden wir den alten Baum der Freiheit neu düngen. Ich möchte, dass ihr alle darüber nachdenkt. Bis zum nächsten Mal. Dear listener, this is your good friend Remy Duval, reminding y'all to tune in to Native Son. Native Son! On WBYU 620. Grüße, Empfehlungen und all das Zeug. Ganz schön weit weg von Point Verdun, oder wie? Hab beschlossen, mich umzuorientieren. Nicht mehr viel zu holen für mich in dem Laden. Und was läuft jetzt so? Psychoaktive Narkotika. Hab gehört, das beste Zeug kommt aus Frisco. PCP. Und es schädigt mein Geschäft. Okay. Und wo ist sein Labor? Keine Ahnung. Aber vor einer Weile hat Miss Olivia Marcano einen Spitzenchemiker namens Bobby Bastian engagiert. Der hat ihren Laden so aufgerüstet, dass kleine Hersteller nicht mehr mithalten können. Die haben sogar Taxis, die das Zeug ausliefern. Ich muss zu Bastians Dealern. Vielleicht verraten sie ihn. Dann hätte ich was gegen ihn in der Hand. Es kommt noch dicker. Miss Marcano soll noch ein paar Studierte aus San Francisco geholt haben. Wenn du sie alle machst, steckt Bobby Bastian ganz schön in der Scheiße. Misch einen von Bastians Jungs auf. Vielleicht erzählt er dir dann ja was Brauchbares. Gesehen. Trotz der ganzen Schlägertypen und Chemiker, die sich angekarrt haben. Dieser Ort ist wie das große, dunkle Geheimnis, über das niemand spricht. Das ist richtig gespenstisch. Geht's ja gar nicht, verflucht. Sieh mal, Olivia ist genauso eine Halsabschneiderin wie jeder andere in der Mafia. Glaub's mir. Und wenn ich sage, du solltest nicht... Ich hab ein Geheimnis! Erzähl mir von Bastians PCP-Deals.
Wir haben die Drogen per Taxi durch die Stadt transportiert. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der Boss die Einnahmen in der Taxizentrale aufbewahrt. Ab jetzt ist meine Gang deine Gang. Gefecht zwischen Israel und Ägypten. Ägyptische Raffinerien sollen in Flammen gestanden haben. Ich stecke hier in Frisco. Ich brauche jemanden, der was von meinem Bargeld übernimmt. Bin gleich da. Der kleine Hurensohn hört nicht auf zu pfeifen. Er macht auch in Ordnung. Was regeln wir heute ab? Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Mann, wieder.
Konzentrier dich auf deinen Job.